Salat, alles. Welche Soße habe ich? Oh, ey, meine Ex-Freundin hat schon wieder angerufen. Ey, die fuckt mich schon die ganze Woche so sehr ab, ne? Bruder, warum ist sie aber als Onkel eingespeichert? Chill, Bruder, ist nur ihr Playstation-Name. Bruder, scheiß doch auf deine Ex. Such dir eine neue. Du bist YouTuber, du kannst jeder haben. Ja, Bruder, ich weiß, ich habe morgen sogar ein Date mit einer. Ich bin gerade nur am Überlegen, was ich für uns kochen soll. Jungs, was ich euch empfehlen kann beim ersten Date: Ich habe frittierte Giraffenarschhaare und Kartoffeln gekocht. Ey, das hat dir so sehr gefallen, ne? Ich meine, sie fand es so lecker, dass sie direkt danach ins Krankenhaus musste. Ja, fand sie es doch nicht lecker. Ja, Bruder, todesundankbar war. Deswegen habe ich ihr auch die Nase gebrochen. Ey, Jungs, vergiss mal. Ich glaube, das wird nichts mit dem Date. Ich sehe gerade in ihrem Profil, dass sie noch nicht mal 18 ist. Bruder, chill. Ab 7 kann man schieben. Entspann dich doch. Du, ich sag immer, ist zu 14 und ein paar Wochen, kommt der Backfisch aus hier krochen. Welche frittierte Giraffenarschhaare und Kartoffeln hab ich? Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Okay, wir müssen uns heute wieder ein bisschen beeilen. Ja, es ist schon wieder 3 Uhr morgens und ich muss morgen alles schneiden, aufnehmen und so noch. Ey, ohne Spaß, manchmal wünschte ich mir, ich könnte einfach die Zeit anhalten. Ja, hier mit meiner Rolex. Die Rolex Eis? Was geht ab, meine zuckersüßen Kamelzüchter? Ich hoffe, bei euch ist alles frisch erzählt. Wie geht's, Frauenkinder? Ja, Leute, ich bin wieder zurück in fürstlicher Pracht. Andere YouTuber sind Randfiguren wie Türme beim Schach. So sieht's aus. Ja, ey, kein Witz. Das Video hier war eigentlich schon zu gestern geplant. Ja, zu gestern oder für gestern. Sprachen lernen. Rolex Eis? Bubble. Ich hab grad viel um die Ohren, deswegen habt Verständnis dafür. Ja, nein, ich sag auch kein Bitte, ihr müsst dafür Verständnis haben. Juckt mich nicht, wenn ihr es nicht habt. Also ja, wenn mal ein Upload einen Tag später kommt oder so. Ja, meine Schatzis, heute geht's um eine YouTuberin, die hat ein Video gemacht, was heißt Opa kauft mir alles, was ich zeichne. Und das ist natürlich typischer Fake-Asi-Drecks-0815. Ich mache YouTube aus Spaß, Scharmuta-Content, ja. Aber ich würde natürlich wie immer sagen, wir labern jetzt nicht lange drum rum und wir kommen direkt zum Video. Okay, let's go. Herz auf der Zunge, los geht's. Mein Opa wird mir alles kaufen, was ich heute zeichnen werde auf diesem iPad. Die Lisa hat aber nur 30 Sekunden Zeit für ein Bild. Ey, das Video hat gerade erst angefangen und man merkt schon, was für ein Drecks-Content das ist. Allein guck mal, wie oft sie hier Werbung geschalten hat. In einem 13-Minuten-Video 6-mal Werbeunterbrechung. Das heißt, wenn wir das jetzt runterrechnen, 13 Minuten durch 6-mal Werbung, kommt eine Werbeunterbrechung pro, also pro 2 Minuten kommen 13 Werbeunterbrechungen durch... Mathe 5, glaube ich. Also nach meiner Rechnung kommen wir dann auf ungefähr... Wunderbar. Los. Toll, was soll ich zeichnen, Leute? Das ist so hässlich. Mann. Das macht ja nichts. Hauptsache ich sicher erkennt's nicht. Wir wollen nur das haben, Leute. Das ey, Leute, was ich mich gerade frage, ne? Guck mal, der Opa soll ihr ja angeblich alles kaufen, was sie jetzt zeichnet, ne? Aber wofür macht er das? Ich meine, er sollte ja auch was von ihr bekommen, ne? Stellt euch vor, er hat sie nach dem Video gesquanched. Ist Inzucht wirklich schädlich? Achtung, fertig, start. Gib's mir durch. Aha, aha, aha. Welche frittierte Giraffenarschhaare habe ich? Das ist eine Person, die schmiert sich das ins Gesicht rein. Und das ist ein Auftragebehälter. Aber ich möchte genau dieses Produkt hier haben. Nach dem Verschluss nach könnte das Bilou sein. Oha, Dicker, was ist das für ein moderner Opa? Ich meine, guck mal, der weiß richtig so, was Bilou ist, was AirPods sind und so. Ne? Und mein Opa im Iran trinkt den ganzen Tag Chai und guckt auf seinem 15-Zoll-Kastenfernseher WWE WrestleMania. Aber ohne Spaß, der genießt das richtig, ne? Er guckt einfach auf so einen Steinzeitfernseher und hat richtig Spaß dabei. Einmal kommt so Rey Mysterio, macht so richtig 619 und so, ne? Da mein Opa schreit so, Arvin, hast du was gesehen? Ich sag, boah, was soll ich da sehen? Der Fernseher hat 5 Pixel. Guck mal, andere YouTuber nehmen sich so als Ziel, Fame zu werden und sowas, ne? Und mein Ziel ist es mit dem Geld, was ich hier verdiene, irgendwann in Schadler mein Opa zu einem WWE-Live-Match zu bringen. Stopp, 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 stopp. Die Zeit ist drüber. Es sind leider schon 36 Sekunden. Ja, das ist ein bisschen schwierig zeichnen, aber ich glaube, das ist ganz einfach. Das ist sowas. Schwarzes? Was ist das? Was gibt man sich so? Okay, Leute, ich sag euch, wie es ist, ne? Ich finde das Video richtig todesbillig. Null unterhaltsam, wirklich alles komplett rara. Aber der Opa, ne, der ist richtig cool. Trotzdem, ich muss ehrlich sagen, ich wollte selber auch mal so ein er kauft mir alles, was ich zeichne, Video machen. Okay, Bruder, pass auf, wir spielen jetzt ein Spiel, okay? Ich zeichne jetzt was auf meinem Handy und du wirst es mir kaufen, okay? Hier ist schon das erste. Okay, Bruder, ich bin bereit, let's go. Bruder, also das sieht irgendwie so aus wie Hundescheiße. Oh, Bruder, chill, das ist die Frontkamera, du musst die App wechseln. Ah, okay, jetzt sehe ich's, Bruder. Bruder, ist das eine Sexpuppe? Ey, voll komisch. Ich habe vorhin sogar eine Versandbestätigung davon bekommen. Was laberst du, als ob ich eine Sexpuppe bestelle? Hey, Junge, was ist los bei dir? Das wurde bestellt, aber ich war's nicht. Ja, ich doch auch nicht, Bruder. Ja. Folgt mir auf Snapchat, meine nordafrikanischen Bergziegenbrustwarzen lecker. Ab 7 kann man schieben. Das ist das coole Play-gestreiftes Longsleeve-Oliv-Weiß-T-Shirt. Also dann gehen wir mal einfach in den Warenkorb rein. Ja, okay, Leute, wir bestellen jetzt und wir sehen uns gleich wieder.
Okay, Leute, das war's mit den Videos. Leute, seht ihr, wie fake diese Leute auf YouTube geworden sind? Guck mal, 13 Minuten Video, null unterhaltsam und dann auch noch fake. Keine Bestellbestätigung, keine Kaufbestätigung, ist bestimmt real das Ganze, wa? Und wisst ihr, was solche Leute als Ausrede für sowas benutzen? Ja, ist ja nur Unterhaltung. Jo, was für Unterhaltung? Es ist keine Unterhaltung. Unterhaltung muss unterhaltsam sein, damit es Unterhaltung ist. Und vor allem, wie geldgeil bist du, Lisa, in so einem Video 6-mal Werbung? Ey, sorry, aber du bist in meinen Augen der dümmste Mensch, den ich überhaupt jemals gesehen habe. Für Geld machst du alles. Und so ist das. Entschuldigung, dass ich das... Okay, ganz ehrlich, genug geroastet. Folgt mir jetzt sofort auf Instagram. Wer mir nicht folgen, wird morgen um 16.53 Uhr von 25 albanischen Bauarbeiterfüßen plattgetreten. Ja, abschließend kann man eigentlich nur noch sagen, an den Opa, falls sie das hier sehen, sie sind echt cool drauf. Kommen sie einmal mal nach Berlin, wir rauchen eine Traube Minze zusammen. Die Shisha geht auch gerne auf meinen Nacken, ja. Also vorausgesetzt, ich muss sie davor nicht zeichnen. Und auch mal an den Opa, mein Hinterausgang ist versperrt, ja. Also bitte lochen sie nicht ein bei mir. Deutschland, mein Geld ist knapp. Bis zu 14 und ein paar Wochen kommt der Backfisch aus hier krochen. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Ich schwör, ich hab auch 7, so viel hab ich getrieben.